Traktoren-Oldies. Viel Herzblut in Emmen. Oldtimer-Treffen. Viel Schrott in Waregem. Pampas, soweit das Auge reicht. Viel Glanz in Harelbeke. Die famose Geldof-Sammlung. Viel Nostalgie in Wiel. Hürlimann-Traktoren. Alle 5 Jahre rollen ganz spezielle Fahrzeuge über die Piste des Militärflugplatzes Emmen. Traktoren und Landmaschinen, Motormäher und Heulader, Armeefahrzeuge und Lastwagen aus längst vergangenen Epochen. Weit über 800 Fahrzeuge aus dem In- und Ausland reisen, die meisten auf eigenen Achsen in die Innerschweiz, womit dieser von den Freunden alter Landmaschinen Zentralschweiz organisierte Anlass der größte seiner Art ist. Mitglied des Organisationskomitees ist auch Sepp Knüssel, Landmaschinen- und Traktorenhersteller und engagierter Sammler und Restaurator alter Nutzfahrzeuge. Altes Zeug wegzuschmeißen hat mich eigentlich immer geplagt. Und ich habe immer etwas wieder nach Hause genommen, auf unserem Bauernhof, bis die Mutter einmal wieder nicht zufrieden war. Aber am Schluss war es halt einiges zusammengekommen. Und dann später habe ich es angefangen zu restaurieren als Ausgleich zu der Tagesarbeit. Das ist eigentlich, was hier ist 90% Nachtarbeit. Unter Knüssels alten Traktoren und Maschinen ragt ein Fahrzeug besonders hervor. Dieser Donné Sedel, ein Unikat aus dem Jahr 1924. Zusammengebastelt von einem Bauern im Welschland aus Teilen eines Schweizer Automobils gleichen Namens, einer Lastwagenhinterachse und Holz. Das ganze Chassis und der Getriebekasten sind aus Holz. Solche Stücke lassen Knüssels Herz höher schlagen. Ich sammle eigentlich nur Raritäten. Was jeder hat, interessiert mich nicht. Mich interessiert der Grundstein, die Erstehung vom Schlepper und vor allem gute Qualitätsschlepper. An Geschenkideen fehlt es Knüssel nicht. Im Lauf der Jahre hat er sowohl seiner Frau als auch seinen 4 Töchtern je einen alten Traktor fahrtüchtig hergerichtet. Für Tochter Ruth zum Beispiel diesen Lanz Bulldog aus dem Jahr 1930, dem ersten europäischen Traktor mit Zentralschmierung, Zapfwelle, einer gefederten Vorderachse, Luftbereifung und Beleuchtung. Dazu hat er aber auch Raritäten im Originalzustand im Keller, wie diesen Bührer-Traktor aus dem Jahr 1934, der 1942 wegen der Benzinknappheit mit einem Holzvergaser ausgerüstet worden war. Mein Leben besteht eigentlich Arbeiten und Schlafen. Und schlafen kann man genug, wenn man gestorben ist. Auch Knüssels Töchter arbeiten in Emmen im Organisationsteam mit. Edith und Therese zum Beispiel flitzen als Mädchen für alles ununterbrochen durch das Ausstellungsgelände. Während der Vater den Wettkampf der Glühkopftraktoren arbitriert. Dabei geht es darum, wer als erster seinen Glühkopf-Oldtimer in Gang gesetzt hat und 2 Meter nach vorne rollen kann. Dazu muss die gusseiserne Nase zum Glühen gebracht werden, damit das Dieselöl darauf verdampfen kann und der Motor anspringt. Mit von der Partie auch die jüngste Knüsseltochter Ruth. Es braucht Fingerspitzengefühl und gutes Timing, um das Schwungrad nicht zu früh in Gang zu setzen. Dann nämlich entzündet sich der Brennstoff nicht und die Glühnase erkaltet. Der erste Motor springt an. Der Riesentraktor rollt. Es gewinnt der Landini von Stefan Stalder. Er genießt die Bewunderung der Zuschauer und die Hochachtung der Konkurrenten. Stefan Stalder ist mit Leib und Seele Oldtimer-Fan. An Oldtimer-Treffen wie in Emmen kleidet er sich wie die Bauern jener Zeit und setzt seine Vehikel für alle möglichen Demonstrationen ein. Und freut sich diebisch über den Siegerpreis. Natürlich überreicht von Therese Knüssel. Ich bin vor 15 Jahren in der Szene aktiv geworden und hatte sofort Kontakt zu führenden Leuten in der Schweizer Oldtimer-Szene.
Und da konnte ich mal die Gelegenheit ausnutzen, mit einer Reisegesellschaft nach Italien an ein Landini-Treffen zu gehen. Und da hat mich das Virus einfach erwischt. Vor seinem kleinen Bauernhof, den er im Nebenberuf bewirtschaftet, demonstriert Stalder, wie man vor 50 Jahren Korn geerntet hat. Ein Hürlimann-Traktor zieht den Garbenmäher. Die Garben werden in einem zweiten Schritt auf einen Wagen verladen und zur Dreschmaschine gefahren, wo die Körner erst in einem dritten Schritt vom Stroh getrennt werden. Das erledigt heutzutage ein Mähdrescher in einem Arbeitsgang. So eine alte Dreschmaschine aus den 30er Jahren ist auch in Emmen im Einsatz zu bewundern. Angetrieben natürlich von einem alten Glühkopftraktor, der über verschiedene Transmissionsriemen die ganze riesige Maschinerie in Gang hält. Alte Traktoren und Landmaschinen erfreuen sich auch in der Schweiz steigender Beliebtheit. Entsprechend sind die Preise, vor allem für seltene Stücke, in den letzten Jahren in die Höhe geschnellt. Sehr zum Leidwesen der eingefleischten Bastler wie Stefan Stalder. Als das begann, da waren viele Bauern oder Maschinenhändler froh, wenn der Schrott wegging. Da hat man das umsonst gekriegt. Heute ist das natürlich vorbei. Es gibt noch ganz seltene Gelegenheiten bei Marken, die eben in großen Stückzahlen gebaut wurden, dass man da noch sehr günstig dazukommt. Aber heute werden das zum Teil, wird das für Preise gehandelt, wo man schöne neue Autos kaufen könnte dafür. Mit seinem Landini treibt Stalder in Emmen einen alten Steinbrecher an, mit dem anno dazumal aus Findlingen gleich vor Ort Baumaterial gewonnen wurde. Ein mobiles Kieswerk sozusagen. Eine andere, die älteste Riesenmaschine in Emmen, eine Säge, angetrieben von einem Dampflokomobil aus dem Jahre 1889. Auch Knüsel kann eine Exklusivität vorführen. Einen 14 Tonnen schweren Antriebsmotor, ein Einzylinder aus dem Jahre 1924, mit sage und schreibe 48 Litern Hubraum und 250 Umdrehungen pro Minute. Dieser hat bis 1960, zu bestimmten Tageszeiten, ein ganzes Dorf in Holland mit Strom versorgt. Die bekannteste von zeitweise an die 50 Schweizer Traktorenmarken ist Hürlimann. Hürlimann-Traktoren sind in Emmen natürlich stark vertreten. Am Anfang der Firmengeschichte stand ein vom Handmähen ermüdeter Bauernsohn, Weiß Hans Hürlimann, der 68-jährige Sohn des Firmengründers. Mein Vater hat in der Freizeit begonnen, einen Traktor, einen sogenannten Mähtraktor, zu konstruieren. Als kleiner Junge ist er auf einem Bauernhof groß geworden, musste damals schon schwere Handmäharbeit mit dem Vater durchführen. Und da hat er sich damals in jungen Jahren entschlossen, da muss irgendwie die Arbeit leichter von der Hand gehen. 1931 fasste Hans Hürlimann Senior den Entschluss, diesen Mähtraktor zu konstruieren. Die Skepsis war groß. Betriebskapital gab es vorerst nicht. Und so musste der Pionier den elterlichen Hof belehnen. Aber der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Es ging dann eigentlich schnell aufwärts. Er konnte dann Vorführungen durchführen, bekam Bestellungen. Die Banken, die waren dann auf einmal auch hellhörig. Und so konnte er bereits im ersten Jahr 100 Stück verkaufen. Und so konnte sich Großvater Karl Hürlimann schon bald von einem Traktor auf dem Heuwender übers Feld ziehen lassen, statt von einem Pferd. Während Sohn Max, der den Verkauf organisierte, den Traktor fuhr, bannte Hans, der Konstrukteur, von da an alle Meilensteine der Firmengeschichte auf Zelluloid. Ein Glück für historisch Interessierte und für die Nachkommen, die aus dem Filmmaterial ein eindrückliches Firmenporträt zusammenstellen konnten, in dem nicht nur die Maschinen, sondern auch die Menschen und ihre Arbeitsweise jener Zeit bestens dokumentiert sind.
Während die ersten Hürlimann-Traktoren noch mit einem französischen Bernard-Motor ausgerüstet waren, baute Hans Hürlimann in seine Traktoren bald einmal eigene oder Saurer Lizenzmotoren ein. In den Kriegsjahren erlebten die Hürlimann-Traktoren einen eigentlichen Boom. Die Betriebe rund um die Schweiz waren bombardiert. Die Bauern bekamen keine Traktoren mehr und dann kaufte man Traktoren aus der Schweiz. Vor allem Frankreich war ein großer Kunde. Auch nach Deutschland gingen einige und die wurden auch zu sehr guten Preisen verkauft. Es blieb diesen Leuten auch keine Alternative. Und das war eigentlich die Zeit, wo ein finanzielles Polster wirklich angelegt wurde und auch die Fabrik wieder erweitert wurde. Natürlich interessierte sich auch die Schweizer Armee für die starken, geländetauglichen Vehikel und kaufte 1943 eine ganze Reihe Hürlimann-Traktoren ein. Für Hans Hürlimann Senior war es natürlich eine ganz besondere Ehre, auf Film festzuhalten, wie General Gison die Traktoreneinheit inspizierte und sich von den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten beeindruckt zeigte. Da galt es für die Soldaten, stramm zu stehen und auch bei nassen Füßen nicht mit der Wimper zu zucken. Nach dem Krieg waren die Hürlimann-Werkstätten natürlich für die heranwachsenden zwei Söhne ein beliebter Aufenthaltsort. Als Kinder waren wir natürlich viel mit dem Vater im Betrieb. Er war ja auch übers Wochenende meist im Betrieb, hatte irgendwie so eigene Pläne für Konstruktionen und wir schauten zu. Wir konnten auch Kleinigkeiten schon als Kinder mithelfen. Aufräumen, reinigen, auch durften wir zum Lohn natürlich mit einem Traktor fahren. Ende der 40er Jahre entstand eine Versuchsserie von D600 Traktoren, die für den Export nach Südamerika konzipiert waren. Einer landete schließlich beim Zirkus Knie, wo ihn Hans Hürlimann gefunden und zurückgekauft hat. Er lässt es sich nicht nehmen, mit ihm gelegentlich auch in der Heimatstadt Wiel umherzufahren. Für die Lancierung des D600 reiste Hans Hürlimann Senior 1952 nach Südamerika und führte ihn in Argentinien, Paraguay und Brasilien interessierten Kreisen vor. Er machte auch mächtig Eindruck damit. Doch schließlich fand nur 9 Stück den Weg über den Atlantik, da die Käufer Gegengeschäfte mit Getreide, Holz oder Fleisch machen wollten. Nicht nur die Traktorentechnik machte damals große Fortschritte, auch das Filmmaterial. Von nun an sind Hans Hürlimanns Filmreminiszenzen farbig. Auch in Brasilien gelang Hans Hürlimann trotz souverän bestandenem 48-Stunden-Dauertest und offensichtlich beeindruckten Landbesitzern der erhoffte geschäftliche Durchbruch nicht. Eine Schweizer Landmaschinenfirma nach der anderen musste die Segel streichen. Es blieb eigentlich nur noch Hürlimann bis im Jahr 1977. Da hat mein Bruder und ich bereits die Leitung vom Betrieb übernommen. Und wir mussten einfach sehen, dass wir auch keine große Zukunft haben, ohne wirklich schmerzliche Schritte einzuführen. Dieser T9200 ist der letzte von Hürlimann selbst gebaute Traktor. Hürlimann fusionierte mit der italienischen Firma Same Lamborghini. Aber es gibt sie immer noch, die Hürlimann-Traktoren. Jetzt sind 32 Jahre verflossen und Hürlimann gibt es immer noch. Allerdings werden die in den Werken gebaut, wo auch Same, Lamborghini und Deutz gebaut wird. Das heißt, die günstigen werden in Indien gebaut, die kleinen, die selbst in Italien nicht mehr rentabel gebaut werden. Und die mittleren in Italien und die großen kommen aus Deutschland. Immer unter dem Namen Hürlimann und unter der Farbe Grau, wie sie ursprünglich waren. Ein Oldtimer-Traktorentreffen wie in Emmen ist immer auch eine Art Familienfest.
Die meisten kennen sich und die Fahrzeuge. Man fachsimpelt und staunt doch immer wieder über Kuriositäten, die irgendwann auf den Markt gekommen und wieder verschwunden sind. Für den Fachmann ein Begriff, für den Laien eine Überraschung. Ein Pampa-Traktor aus Argentinien. In Waregem in Belgien stehen in einer riesigen Halle Hunderte von Pampas. In Argentinien gekauft und hierher verschifft von einem der größten Oldtimer-Traktorenhändler, Piet Verschelde. Es hat jetzt viele Pampas gegeben und man muss essen, was es gibt. Also heute gibt es viele Pampas, vielleicht sehen Sie nächstes Jahr nicht einen einzigen Pampa mehr. Weil wir haben über 800 Pampas gekauft in Argentinien und jetzt gibt es so gut wie keine mehr. Verschelde verkauft pro Jahr um die 400 Traktoren. Von exklusiven, schön restaurierten Raritäten bis hin zu Schrotthaufen. Die meisten macht er immerhin fahrtüchtig. Und die Kundschaft wird immer größer. Vor allem in den Benelux-Ländern und in Deutschland. Käufer sind eigentlich jede Kategorie. Jede Kategorie. Es kann ein Bauer sein, ein Arzt, ein Rechtsanwalt, aber alle haben sie dieselbe Charakteristik, sind alle Bauernsöhne. Stammen fast alle von einem Bauer. Vater war Bauer oder Großvater war Bauer. Es gibt auch eine kleinere Kategorie, das sind Schlosser, Mechaniker. Das sind jene, die selbst Hand anlegen wollen und können. Für die gibt es genügend Schnäppchen. Aber exklusive Raritäten können ganz schön ins Geld gehen. Heute werden zwei Traktoren abgeholt von 250 Euro pro Stück. Die teuersten Traktoren gehen bis 1,5 Millionen Euro. Ja, aber die haben wir leider nicht. Früher hat Verschelde Europa nach alten Traktoren abgeklappert. Heute reist er um die ganze Welt und manchmal stößt er unvermutet auf Trouvaillen. Letztens habe ich in Nord-Saskatchewan in Kanada einen sehr seltenen Traktor vom Sohn vom Erstbesitzer. Das war ein Rumeli Oil Pool, ein Prairie-Traktor, 10 Tonnen schwer, einen Zylinder. Das war wirklich ein Top-Traktor auch. In diesem Baum, um den herum irgendwann eine Halle gebaut worden ist, war das Bijou versteckt, komplett eingewachsen, aber noch halbwegs intakt. Verschelde hat es freigelegt, gekauft und verschifft. Nächstens soll er in Belgien ankommen, restauriert und dann wohl zu einem guten Preis wieder veräußert werden. Wachsen ihm solche oder andere Fundstücke nicht auch einmal ans Herz? Ja, aber es geht vorbei. Wenn jemand seine Freundin verliert, geht das auch vorbei. Bei mir ist das auch so. Mit meinen Traktoren. Ich habe jetzt im Moment einen sehr seltenen Traktor stehen, ein Mogul von 1910. Er ist teilweise zerlegt, weil wir den Zylinder reparieren und einen neuen Kolben einbauen werden. Aber das ist zum Beispiel eine Maschine, die mir selber ganz gut gefällt. Aber ich habe die Maschine leider schon verkauft. Auch dieser Avance ist schon verkauft. An einen der größten Sammler alter Traktoren, an den in der Nähe domizilierten Michel Geldof. Die Geldof-Sammlung umfasst rund 150 Traktoren-Oldies. Der 78-jährige Michel Geldof, der in der Metallindustrie zu Reichtum gekommen ist, hat erst vor 20 Jahren eher zufällig mit dem Sammeln alter Traktoren begonnen. Zuerst waren es nur Deutz-Maschinen, von denen praktisch alle Modelle vertreten sind. Dann konzentrierte er sich auf Glühkopf-Traktoren. Von Lanz Bulldog stehen einige Raritäten in Geldofs Sammlung. Vom kleinen, noch mit Metallrädern und Holzbremsklötzen versehenen Erstling über den legendären Pedro bis zu Raupenfahrzeugen. Natürlich dürfen da auch verschiedene Landinis nicht fehlen. Liebevoll restaurierte und rostige alte. Sogar die Schweiz ist mit zwei Hürlimann und einem Bührer vertreten.
Wie viel so einer wert ist, sei unerheblich, meint Geldorf. Denn ich will ihr nicht verkaufen. Ich will nur immer kaufen. Das macht die Sache kompliziert, weil kein Platz mehr da ist neben den 150 Traktoren. Meine Frau sagte schon längst genug, genug, schon als es 10 waren. Aber es hat sich immer weiterentwickelt und ich kann nicht aufhören damit. Auf einer Galerieplattform über der riesigen Ausstellungshalle lagern Hunderte von Figuren, Maschinen, Rädern und vor allem Traktorenersatzteile. Denn es ist Geldorfs Philosophie und Ehrgeiz, seine Traktoren in den Originalzustand zu versetzen. Ich will sie wieder so herrichten, wie sie zu ihrer Zeit waren. Das heißt, besser als zu jener Zeit, weil die Farbe heute bedeutend besser ist als damals. Ich bin zwar kein Freund von neuen Farben, und wenn ich einen Traktor bekomme, der ohne Restauration funktionsfähig ist, dann lasse ich ihn, wie er ist. Aber sobald man einmal die Kotflügel oder andere Teile ersetzen muss, braucht man halt Farbe. Man hat keine andere Wahl. Für Geldorf ist das Sammeln alter Traktoren eine Leidenschaft, an der er nur teilhaben lässt, wer sich für die historischen und mechanischen Eigenheiten jeder Maschine interessiert. Wenn ich einen Traktor sehe, muss ich ihn haben. Da bin ich wie ein kleines Kind. Ich arbeite tagsüber für die Traktoren und nachts träume ich von ihnen. Aber ich bin auch ein Bewunderer. Die Konstrukteure vor über 100 Jahren waren Cracks. Zum Beispiel dieses Rad. Es hat einen Durchmesser von 2,5 Metern. Das wurde aus einem einzigen Metallteil gemacht. Hier oben sieht man die Naht. Es ist unglaublich, wie sie das mit den damaligen Mitteln hinbekommen haben. Das Metall ist immerhin 1 Zentimeter dick. Ich bin sehr beeindruckt. Und zu jedem Fahrzeug führt Geldorf einen Dokumentenordner, in dem vom ersten Kaufvertrag bis zur letzten Schraube alles dokumentiert ist. Zum Beispiel über eines seiner Lieblingsstücke, einem Altman & Taylor Prärie-Traktor von 1910, den er in Chicago ersteigert hat. Auch ein Rummeli Oil Pull, wie ihn Verschelde eben erst in Kanada entdeckt hat, ist schon in Geldorfs Sammlung vertreten. Und ein gewaltiger Hart Parr, ebenfalls Jahrgang 1910. An diesem Dreirad klebt noch die Erde jenes Ackers, auf dem er letztmals eingesetzt worden ist. Er ist noch fahrbar. Andere Fahrzeuge warten noch auf ihre Restauration. Zum Beispiel dieser Renault-Raupentraktor. Gleich nebenan hat Geldorf eine großzügig bestückte Garage eingerichtet, in der seine Maschinen restauriert werden. Das ist das Reich von Charles Bleuzet, der seit 1962 für Geldorf arbeitet. Obwohl schon im Pensionsalter, kümmert er sich seit Jahren,
gelegentlich unterstützt von weiteren Fachleuten, mit Hingabe um die Traktorensammlung seines Chefs. In Röthenbach im Kanton Bern wirkt ein pensionierter Oldtimer-Traktorensammler der besonderen Art, Werner Schürch. Unter allen Dächern und in allen Schuppen seines vor 6 Jahren erworbenen Bauernhofes stehen alte, aber durchwegs gut restaurierte und fahrbare Traktoren. Fiat ist stark vertreten. Aber natürlich dürfen auch Glühkopf-Traktoren nicht fehlen. Ein Lanz Bulldog und ein Ursus. Schürch hat immer im Dörfchen Röthenbach gewohnt. Außer während der Rekrutenschule, wie er selbst sagt. Sein Nachbar war Landwirt. Bei ihm hatte er den ersten Kontakt mit landwirtschaftlichen Maschinen. Und weil dieser in den 50er Jahren einen Bucher-Rekord-Motormäher kaufte, gilt Schürchs Liebe inzwischen vor allem dieser Schweizer Marke. Hürli, Mabür, Bucher, oder? Das waren die 3 grössten Traktorenfabriken in der Schweiz. Aber bei uns hatten alles Hürli und Bürer. Und da habe ich gesagt, das kann so nicht sein, dass alle Gleichung haben. Und dann einfach Bucher umgestellt, oder? Und die Hürli verkauft. Und dann habe ich einfach jetzt Bucher und Fiat. Das ist der Rekord, der Schürchs Sammelleidenschaft entfachte. Und das sein edelstes Stück. Ein P21 aus dem Jahr 1954. Obwohl alle aussehen wie neu, hat er für keines seiner Stücke je einen Liebhaberpreis bezahlt. Viel konnte ich günstig kaufen, gute Maschinen. Und der P21, der Spezialität war, das war der teuerste, das darf ich sagen. Und dann habe ich 1400 Franken gezahlt. Und die anderen habe ich auch unter 1400 Franken gezahlt. Aber man muss sehen, das ist Arbeit dahinter. Das ist, ich habe rund, ich habe im Durchschnitt sicher über 100, zwischen 100 und 150 Stunden aufgewendet für einen. Ich mache alles selber. Es wird ja noch nie in eine Garage reingehen. Oder ich mache es selber. Entweder mache ich es selber oder mache ich es nicht. Ein anderes besonderes Stück seiner Sammlung ist das sogenannte Traktomobil. Dieser zweiachsige Motormäher wurde auf der Basis des Einachsers-Rekord so gebaut, dass man in steilem Gelände nicht nur mähen, sondern auch selbst mitfahren konnte. Schürch führt seine Traktoren regelmäßig spazieren. Wie andere Leute ihren Hund. Das sind Landmaschinen und die sind zum Brauchen. Und ich bin sowieso der Meinung, wir sollten mehr so von diesem Schnickschnack-Zeug, das diesen Traktoren heute dran ist, das ist meine Meinung. Wie der eine anfärbt und macht, das spielt mir keine Rolle, das muss jeder selber wissen. Aber dass das verchromte Zeug und versilberte und chrom, das ist mir schade. Oder? Das ist Kitsch für mich, das gehört nicht dran. Deshalb kommt sein Bucher D4000 aus dem Jahr 1961 regelmäßig auch zum richtigen Arbeitseinsatz. Schürch braucht ihn bei der Bewirtschaftung seiner 1 Hektar großen Waldparzelle. Und auch wenn dieser über keinerlei elektronische Navigations- oder Bedienungshilfen und anderen komfortablen Schnickschnack verfügt, ist Schürch überzeugt, keine der heute gebauten Supermaschinen komme je auf eine ähnlich lange Lebensdauer wie sein Bucher D4000.